Gar nicht fest im Auto. Die Frau wollte die fortschiessen.
Frage, welcher Teil ist wo? Dieser Teil ist wo? Spielt keine Rolle. Nein, dann drehen wir ihn quer. Bei Leichtgewicht bin ich selbst drehen, Alter. Ich glaube, so was ich schon eben sehe, ich da anfühle, ich hatte gerade. Jetzt kommt der Teil an die Locken, ne? Ja. So. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Nebeneinander kriegen. Wir müssen mal schauen, da haben wir alle drei. Was hilft dir, dass ich da rum, wenn sie schon mal gut. So, also, ich bin der Emil Schilling, komme aus Deutschland, war hier schon mehrmals zu Gast mit meinen Lokomotiven. Ich bin interessiert an Kriegslokomotiven und das ist die letzte, die ich gebaut habe, die Lok der Baureihe 53. Die gab es allerdings nur als Studie, kam raus im November 1943. Von der Firma Borsig und ich habe sie in ca. 8 Jahren gebaut, 9000 Arbeitsstunden rund. Ich habe sie als mit Protankessel gebaut, und Propangasfeuerung. Ich will sie heute das erste Mal fahren. Es ist also ein Versuch. Meine Hoffnung ist, dass es zumindest mal für eine Runde reicht. Und ja, ich freue mich einfach, hier in dieser Runde da sein zu können. Wie vorher schon erwähnt, die Maschine wird mit Propangas beheizt. Ist also ein Gasbrenner. Das ist hier eine Kontrolle. Hier sieht man die Brenner drin. Die Überdruckventile sind zwei Ackermänner wie im Original. Das ist der Regler. Geht ganz normal nach rechts zu, links auf. Das hier ist die Steuerung. Das ist der Handbremshebel für Druckluft. Das sind die rechts und links die Hebel für die Injektoren, also fürs Wasser. Dieser Knopf hier wird wahlweise entweder nach rechts gedreht für den rechten Injektor oder nach links für den linken Injektor. Zusätzlich sind die hier nochmal abgesperrt. Detail aufnehmen. Bringt die Fußachsen noch weg?
Ja, das ist ein Trans-Europe-Express. Der ist 1958 entstanden beim Vorbild. Es gab den in der Bauweise von der Deutschen Bundesbahn. Es gibt eigene Wägen von den Schweizern zusammen mit den Niederländern. Das ist ein europäischer Verkehrsverband gewesen, der international Züge betreiben wollte. Das Vorbild, das ich mir hergenommen habe, ist von 10 Jahre später, also Jahr 1968, mein Geburtsjahr. Und ich habe mir da einen F-Zug herausgesucht. Das ist, bevor dieser Intercity-Verkehr gestattet wurde. Kurz bevor der Intercity-Verkehr gestattet wurde. Und das Modell ist ein 1:11 Modell mit 5 Zoll Spur. Er ist 8,60 Meter lang, ist fest verkuppelt. Im Original ist er mit 7 Wagen, teilweise mit 8 Wagen, teilweise mit 10 Wagen gefahren. Was ich habe, ist 2 Triebköpfe und 3 Mittelwägen. Einfach weil sonst zum Abstellen die Länge zu lang wird. Nicht, dass die Dampfbahnvereine bei einem Besuch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, du kannst nicht alle Wägen hier fahren, wir können dich nicht abstellen. Den gab es mit Gasturbinenantrieb auch, einige Einheiten. Was ich habe, ist der dieselelektrische Antrieb. So, hier haben wir die Steuerung, eine 4QD-Steuerung. Dann hier ist ein Soundmodul, der macht im Stillstand und in der Fahrt dieses Dieselgeräusch. Dann haben wir hier den Lautsprecher, verschiedene Sachen zum Abschalten. Der wird komplett über Fernbedienung betrieben, das heißt, ich habe hier auch ein Empfangsteil, kann umschalten. Hier ist die Batterie, wie im anderen Triebkopf. Die sind zusammengeschaltet auf 24 Volt. Und hier vorne ist ein 24 Volt Motor mit 500 Watt, genauso wie im anderen Triebkopf. Das heißt, er hat 1 Kilowatt Antriebsleistung. Und hier sind noch Ventilatoren, wenn es sehr heiß ist, dass dann eben aus dem Gehäuse die heiße Luft entweichen kann.
Bei der Lok handelt es sich um eine K37 der Denver und Rio Grande Western Railway. Von diesem Typ gibt es heute noch 9 Stück, die erhalten sind, 3 davon betriebsfähig. Eine steht in Denver im Colorado Railway Museum, eine fährt bei der Campus and Toltec Railway und eine bei der Silverton Durango. Die Lok ist heute so weit, dass es sie zum ersten Mal anheizen kann. Baubeginn war etwa 2016. Es fehlen jetzt noch einige Teile, Tender ist noch gar nicht angefangen und wir wollen mal schauen, ob die heute unter Dampf läuft.
sagen, schwenkst du dich mal gerade.
Also wir tun heute die Bronzehaken bepulveren, also mit Pulverfarbe beschichten. Die Farbe machen wir natürlich schwarz, weil so Haken sind in der Regel schwarz. Aber man kann natürlich jegliche Rahlfarbe kann man, mit Pulver beschichten. Dann haben wir hier Pistole, also die Sprühpistolen eigentlich. Da innen hat es Pulver, wo man die Farbe kann natürlich ändern, also einen anderen Kübel mit einer anderen Farbe drin. Wenn ich jetzt hier auf den Fuß trampe, wenn ich hier auf den Fuß trampe, dann wird das statisch geladen. Und wenn ich hier pulvere, tun wir das nachher möglichst erschütterungsfrei da überhängen. In den Wärmeschrank. Und da tun wir mit 170 Grad ca. 20 Minuten das Pulver quasi verschmelzen. Wir haben jetzt bei dem Wärmeschrank haben wir noch einen Fühler, also einen Sensor eingebaut, wo man könnt über den Thermostat die Temperatur steuern. Ich muss da geschwind einstecken. Und dann können wir da einschalten. Auf die Zähne. Und jetzt sieht man, wie das hier rein glühend wird. Das sind Herdplatten, Heizplatten. Und über den Fühler wird dann ein- und ausgeschaltet, wenn die Temperatur 170 Grad erreicht hat. So, dann kommt der Fühler da ins Innere von der Heizeinrichtung. Da tun wir den Fühler einstecken, da tun wir einschalten. Ja, wir tun da noch kontrollieren, ob wir 170 Grad eingestellt haben. Das haben wir. Dann machen wir es okay machen. Und jetzt zeigt es einfach die Aussentemperatur an. Aber das fängt jetzt an ein- und ausschalten. Wir sehen hier am Dings, dass es heizt, bis es die 170 Grad Temperatur hat. Wenn wir das alles eingerichtet haben, dann geht es ca. 20 Minuten, bis wir die 170 Grad erreichen. Und dann noch 20 Minuten, bis es backen ist, also bis es fertig ist. Und das Resultat sehen wir nachher. Gut, jetzt kannst du mal. Kilo je nachdem und
So, die Maschine ist nach einem Vorbild von einer gewinnten Stehkessellok. Das Vorbild ist 1877 gebaut worden und das Modell habe ich gebaut auf der Grundlage von einem Bausatz von Maxitrack mit sehr vielen Modifikationen. Und das ist gebaut worden so 2015. Und dann hat es 2 Jahre gedauert, bis sie einigermaßen gelaufen ist. Da hat der Lokführer gelernt, da hat der Erbauer gelernt. Aber heute schwächelt sie wieder mal und der Lokführer und der Heizer schwächelt auch. Jetzt muss ich erst einmal nachschauen, wie es weitergeht. Aber es macht schon Spaß. Wie reinzukommen, das muss man üben. Gut, in der Zwischenzeit sind etwa 40 Minuten vergangen und wir haben die 170 Grad erreicht. Und ich habe jetzt abgeschaltet und tue jetzt die Teile rausnehmen. Das ist der Fühler, den ich wegnehme für die automatische Regelung. Und den Fühler nehme ich auch raus. Da merkt man, dass da innen ist noch warm und noch heiß. Also ich nehme da nichts in die Finger, sonst verbrenne ich mich. Aber ich nehme jetzt ein Hilfsmittel.